Ja, da anscheinend Haarscreener komplett down ist und sich da gar nichts machen lässt. Draften wir jetzt mal einen Deck außerhalb der Reihe. Rogue, Shaman, Priest. Nehmen wir mal Rogue. Ist auf jeden Fall die beste Klasse von den dreien. Na gut, dann einfach mal so. Backroom Bouncer, SL7. Dark Einwurf oder Frost Elemental? Ich würde sagen Dark Einwurf. Wollen eher ein schnelles Deck haben. Hosen, Healer, Restore, Minion to Full Health. Oh, Assassinate ist langsam. Ich nehme mal ein Assassinate. Die sind alle nicht so geil. Aber Big Time Racketeer ist mir, glaube ich, zu langsam. Oh Gott. Die sind alle gut. Naga-Corsair. Und wir fehlen uns noch gute Two-Drops. Ja, Early Game. Zwei Damage plus Jade Golem. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ach Mann, ey, ich krieg irgendwie sehr. Ich finde es sehr schwierig gerade. Swashburglar, Backstab, Assassinate. Die anderen beiden sind Mist. Habe ich irgendwelche Drachen oder irgendwelche Murlocs oder irgendwelche Beasts? Beasts habe ich. Aber auch nur eins. Jade Swarm ist echt ziemlich gut. Macht Sinn, irgendwie Shadow Step zu spielen für irgendwas? Rubin Prophet ist auch ziemlich gut, aber wir brauchen noch ein bisschen Late Game. Oh, Dirty Red können wir nicht machen, ey. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird.
You asked for it. Watch your back. Journey Below will ich ja nicht erst später haben. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Das ist dann ein guter Zug für Demolisher. Mein. Oh, mein. Bye bye. Bitte, bitte, bitte triff ihn. Danke. Ich glaube, ich will den nächsten Zug backen hier mit Hero Pots umspielen. Dann eventuell Deadly Poison, wenn er irgendwas hinlegt, was zum Beispiel 4 wird. Oder jetzt kann ich es dann zusammen mit dem traden. Flamestrike. It's getting hot in here. So krass, ey, das ist der Zug 3 da, der Demolisher. Mann, ich habe so viel Schaden, aber es reicht nicht. Wie viel Schaden habe ich denn? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muss irgendwie mal Damage machen hier. Hey Noelle! Achso, nee, hatte ich jetzt nicht gesehen. Ich hab Facebook nicht mehr auf, aber Moment, ich kann's nochmal nachgucken. This is no place for mortals!
So, Moment. Okay, ist kein Counterspell. Tja, ich könnte jetzt einen neuen Neuner legen. 10, 11. Es ist an sich auch Liesel. Okay. Trotzdem falsche Reihenfolge. Ich hätte erst angreifen sollen, dann mit dem. Vegeta-Serena, bei mir will die Seite nicht laden. Deswegen ist das Deck jetzt auch einfach mal so gedraftet. Die sieht auf jeden Fall ziemlich schick aus auf den ersten Blick. Kaum Karten bei, wo ich jetzt sagen würde, die sind echt schlecht. Ja, Big Time Racketeer weiß ich noch nicht, ob die nicht zu langsam ist. Aber ansonsten unglaublich stark. Krass, mit Don Hancho am Schluss ja sogar. Und zwei Bock Creeper. Ach du Scheiße. Ja, komisch. Bei mir ging die ganze Zeit Haarstreamer nicht. Geht's jetzt wieder? Ich habe mir extra für den Stream mal Overwolf installiert. Und dann ging Haarstreamer nicht. Dein Decklist kann ich laden, aber mein Account nicht. Keine Ahnung. Doch, jetzt geht auch mein Account. Aber mein Deck werde ich da jetzt nicht nachtragen. So nachtragen bin ich dann doch wieder nicht. Haha. Valera versus Uther. I will fight with honor. Watch your back. Ja, die Karte zu wählen war Mist. Aber die Alternativen waren auch alle Mist. In Kombination mit Buccaneer, das heißt, ich krieg eine 2-4er-Waffe und 3 Minions. Oh Mann, das ist mal richtig krass. Egal. Weil deine Karte nicht meine. Ja, auf den Jade Golem kann ich eigentlich auch verzichten, von daher spiele ich die vielleicht gleich Ende zusammen. Long Raincraft! Ja, du bist jetzt am Questen. Quasi ein Questing Adventurer. This guy's toast. Here we go. Ja, 2:30 ist schon eher Nachmittag.
Hey, lights out. Swarm. Ja, ich denke, ich mache die Quest werde ich halt so nebenbei eh noch automatischer machen, einfach weil man die Klassen spielt. Von daher kümmere ich mich da jetzt erstmal nicht drum, die laufen ja nicht weg. Ob ich die Packs jetzt früher oder später kriege, naja. Oh Gott, ey, ich komme durch die noch nicht durch. Nimm ich die 7 Damage und rette dafür meinen SS7, ich glaube ja. Oh, ich komme durch den schon durch. Ja, für meinen Lucky Du Buccaneer muss ich noch meinen Deadly Poison finden. Ja, das ist echt extrem gut. Naja, in welcher Reihenfolge das ist, weiß ich nicht. In der Sokolos sind wir gar nicht schlecht, ne? Dann wird der weggehen und... Oh, wenn ich das nicht gleich gewinne, dann tut es auch nichts mehr. Aber Enter the Colosseum ist auf jeden Fall geil, wenn er die Wobbling Runs hier zerstören sollte. Ja, genau. Reporting for duty. Shadow Strike. Ich hätte nicht angreifen sollen und den jetzt hauen, wa? Aber ich muss ihn jetzt killen einfach. Tut uns nichts mehr. Wenn er jetzt einen Buff hat, dann wird das vielleicht sehr schmerzhaft. Yeah! Ja, genau, habe ich schon gesehen. Das ist quasi keine Platzhalter-Quest sind, sondern halt diese Fun-Quests, die dann aber gekillt werden. Genau. Irgendwie passt das immer noch nicht so richtig. I must protect the one. Watch your back. Vielleicht so. Johnny Below am Anfang direkt will ich eigentlich nicht haben. Aber da ich jetzt keinen One-Drop habe, behalte ich das vielleicht so. Aber ich habe so viele gute Early-Drops, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich noch was Besseres finde. Naja, oder auch nicht. Ja, ich finde es bisher auch richtig geil. Ich habe ja gestern viel am Mars zugeschaut und sah echt ziemlich geil aus. Speak to me.
No. Ah, okay. It's getting hot in here. Here we go. Hat das für dich geschafft, einen Golem-Deck zu bauen? Ja, das war auf jeden Fall lustig. Na, die Forsen-Decks fand ich halt auch nochmal richtig geil und das am Schluss halt Ranked, was er gespielt hat. Das war auch nochmal sehr interessant, was da geht. Ah, es ist scheiße, dass er den getroffen hat. Ich wollte eigentlich nur Sabotage spielen. Aber so trade ich den vielleicht auch einfach weg. Na, dann kriegt er aber nochmal zwei Spare Parts. Ja, ich finde auch, dass Amaz echt viel Zeugs übersehen hat, aber wir müssen mal sehen, welche Decks sich da jetzt wirklich draus entwickeln. Bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, nö, wenn ich Forsen in... ich gucke ja seine Streams nicht, aber wenn ich den in Turnieren oder so sehe, dann sind die immer vergleichsweise kreativ, die Decks. Let the pain speak to me. Ach Gott, jetzt krieg ich den nicht ordentlich kaputt. Spektakulär. Here we go. Ja. Ja, das Deck ist echt heftig. Mal gucken, wie weit du kommst. Dragnos, du So, entweder er kann das Board nochmal killen, hat gewonnen, oder er kann das Board nicht nochmal killen, ich hab gewonnen. Hey, Kaboom! Das ist jetzt der Minion, für den ich mehr der Sabotage aufheben soll, wahrscheinlich. Weil den Gegner 1000 Spare Parts geben wollte ich eigentlich auch nicht. Ah.
lights out. We are the sword that you shall see. Nee, kein Seppen weg. Ich hab noch ein Assassinate. Give me a quest. Nah. Ach du Scheiße. Magic detected. Nee, wusste ich nicht. Ich würde dann mal drauf tippen, dass es ein Bug ist. Weil, wieso sollte denn das so sein? Oh Mann. Ich hab ihn fast. Fast. Go face Demolisher! Dankeschön! Happy Feast of Winter. I can see. Sehr geil. Ja, ich denke, dadurch kommt der Bug. Aber ich glaube trotzdem, dass es an sich nur eine Hero-Power ist und es nur ein Bug ist. Aber macht ja keinen großen Unterschied, wer spielt denn Justica? Aber auf jeden Fall interessant zu wissen. Klingt nach Disguised Toast. Oder wer hat das rausgefunden? Valera versus Uther. Oder hattest du das gerade in irgendeinem Spiel? I will fight with honor. Watch your back. Ja, genau. Na, oder du müsstest Schamane spielen und durch Zufall eine Rogue-Kombo-Karte kriegen. Achso. Also so oder so rum. Aber ja, du brauchst beides. Ach du Scheiße. Ach komm. Hero Power oder Direwolf?
Ach komm, ich brauche noch nur eine Karte, um den SS7 gleich auszu. Gleich zu aktivieren. Niemand spielt Hand of Protection. Separate lines, please. Achso, nee, back to the office, andersrum. Ach, so traurig, keine 5 Schaden zu machen. Ja, der Gast ist kurz Feature. Ich finde auch das hier geil, mit diesem Zerschlagen von den Früchten. Wenn ich es hinkriege. Was gefällt mir noch gut? Das hier fand ich geil. Achso, manchmal kommt auch nur so eine Fahne. Genau. Ja, und der Kran mit der Bombe. Das passt gerade alles gar nicht. Peng, genau. Oder wie bei Day of the Tentacle. Oh, gute Karte. So greedy. Muss man langsam Damage machen hier. Gram's Protector ist super gut jetzt gerade. Moment, wie viel Schaden sind denn das hier? 9, 10, 11, 12, 13. You pay, I pretend. Here we go. Wow! Zwei plus zwei kriegt man ja minimal mehr als 5 hat. Ja, es gibt auch diese Karte, die, wo du, Paladin-Karte, wo du einen Minion da haben musst mit 6 Angriff, damit er 2 Karten zieht. Oder ist das eine neutrale? Ich weiß gerade gar nicht. Und das funktioniert auch, wenn sie selber 6 Angriff hat. Ja, gibt es auf jeden Fall einen Haufen interessanter Interaktionen. Echt, war das bei Amos? Ich hab's von Disguised Toast.
Zu langsam. Jeremy Potter ist gut. Well met. Ich bin ja gerade echt überrascht, wie gut es läuft dafür, dass das jetzt nicht nur die erste Arena mit der neuen Expansion ist, sondern auch noch Hearth Arena nicht ging und ich musste selber mal wieder draften. Selber draften, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, dass es noch geht. Oh, wie viel ist Draxus? Ja, ich weiß, welche Karte das ist. Wird dann jeden Zug eins stärker und wenn der Gegner natürlich nach Zeugs kam, dann um zwei. Oh Gott, 9 Attack. Geht allerdings nicht auf meinen Dämonen. Das ist echt krass. Here we go. Drink the power! Wird dir jetzt auch nichts mehr helfen. Oder doch? Oh! Das ist auf jeden Fall ziemlich gut in Arena. Well played! Da wird keiner drauf kommen von nur, als die Musik ist. Man könnte drauf kommen, wenn man merkt, dass die Musik nur von links kommt. Aber, ist gleich vorbei. Valera versus Jaina! You asked for it. Left. Sagt er nämlich auch immer. Es war nämlich ein Testmenü vom Super Nintendo, wo du quasi den Stereo-Sound testen konntest. Und das war gerade der Test für den linken Kanal. Wir haben hier ziemlich ähnliche Karten, was das angeht. Nur, dass ich Kirin-Tor Mage kriege und er kriegt irgendwie Flamestrike. Aber ansonsten ist das sehr ähnlich. Wanted, dead or alive.
Oh, Powered Shield ist echt gut. Ja, ein und den Trail. Dankeschön. Dankeschön, danke, danke, danke. Oh! Was? Und er hat keine Duplikates im Deck? What the fuck? Ey, manchmal weiß ich auch nicht. Ey, bisher war Demolisher so gut. Wenn er jetzt keine Antwort hat und den trifft, dann weiß ich. Oder einen von beiden, das wäre beides super. Ey, Demolisher ist so gut gewesen bisher. So krass. Was geht mit Demolisher? Er war bestimmt greedy und hat den 10-Mana-Spell genommen. Ich hoffe, ich kann das Spiel bis dahin beenden. Oh nein! Potion of Madness. Was ist das für ein verrücktes Spiel, ey? Aber ganz ehrlich, das hat er gewonnen. Ach nee, 5-Mana-Spell. Ja, ich glaube, es ist auch die beste Entscheidung, den 5-Mana-Spell zu nehmen. Was ich sehr interessant finde, weil bisher habe ich in Streams immer gesehen, dass die Leute 10-Mana-Spells genommen haben oder 1-Mana-Spell. Ich glaube, 5 ist echt am besten.
Einfach weil man noch was Zweites in seinem Zug unterbringen kann. Wobei es natürlich ein bisschen aufs Deck natürlich ankommt, wenn du so ein super greedy Late-Game-Deck hast, wie es ja meistens ist, dann kann ich schon verstehen, warum die 10 Mana-Spells am besten sind. Aber wenn man jetzt 2 aussuchen kann, dann würde ich glaube ich einen 5er und einen 10er nehmen. I will fight with honor. Watch your Happy Feast of Winterfell. Happy Feast of Winterfell. Crime Street Smuggler. Reporting for duty. They fell off a truck. 2-4 ist gerade gar nicht schlecht. Ach du Scheiße, absolut. Ja gut, das ist krass. Smuggler's Run, der hat 4 Minions in der Hand. Ach du Scheiße. Jetzt den, damit ich nächsten Zug Swash Burglar SS7 kombinieren kann. Mann, ey, es ist so gut mit den ganzen Buffs. Blessing of Might ist jetzt hier aber gar nicht so schlecht. Wenn man die so zusätzlich einfach oben drauf kriegt, dann ist die ganz ziemlich gut. What the fuck? Er hat es geschafft, ein Buff-Deck zu bauen. Oh Mann. Oh, ist das schlecht. Your magic shall not save. Spiel ich natürlich, wenn er Silence in der Hand hat, weil auch alle Gegner in der Arena immer Silence haben. Na, oh, wenigstens hat die Schildkröte keinen Buff bekommen. Ja, Mann, das hier ist ein ziemlich schnelles Deck, was heißt, dass ich bis zu 10 oder so gewonnen haben muss. Und ich kämpfe immer noch darum, überhaupt auf dem Board anzukommen. Zug 7.
gadgets and steel. Ach Gott, es ist genau Liesel. Ich hätte Jade Shuriken benutzen sollen. Gar nicht gecheckt. Ich glaube, er checkt es auch nicht im Trade in 5-3 in den 6-5er. Aber wahrscheinlich ist das vorbei. Okay, wäre eh Liesel gewesen. Ach du Scheiße. Weil ich Journey Below am Anfang. Eigentlich sollte ich es, glaube ich, nicht behalten. Aber ich habe jetzt zu einziges anderes. Runic Egg ist vielleicht gar nicht so schlecht. Poison Mind ist, glaube ich, zu langsam. Ich meine, ich habe Dark Iron Dwarf, ich habe SA7 Agent und ich habe Direwolf. Das sind drei Karten, mit denen man Runic Egg kombinieren kann. Auch wenn es mir natürlich wehtut bei den beiden anderen Karten. Ach nee, ich kann darauf nicht verzichten. Yo, Demolisher! Ich finde im Übrigen überlegen, ob ich nicht so einen Rahmen mal um meine Cam machen sollte. Also bei vielen anderen Streams ist es ja so, dass sie einen... wenn auch ganz dünn, aber dass sie so einen Rahmen ein bisschen drum haben. Give a friendly minion starts until your next turn. Was auf jeden Fall schicker aussieht, also halt zum Beispiel Crip hat das ja, Mars hat das und ich glaube fast ziemlich extrem viele Streams haben das, aber du hast natürlich dann ein bisschen weniger Bildausschnitt. Bin ich noch mal überlegen, ob ich das gut finde oder nicht. Can I light your fire? Das ist nicht gut. Wieso hat die Karte eben geleuchtet? Ich habe keinen Mac. Der hat auch keinen Mac. Es gab doch früher diesen Bug, dass die auch leuchtet, wenn der Gegner einen Mac hat. Ja, ich glaube, ich mache das mal mit dem Rahmen. Das ist irgendwie cooler.
and the Dancing Master. Hey Hexo. Draw a card. Ah, oh, das ist dann echt alles auf eine Karte gesetzt, wenn ich den Blast Mage spiele. Vielleicht besser, dass ich ihn noch nicht gespielt habe. Und dem gebe ich jetzt das, damit er nicht nochmal gepinkt werden kann. Ich hoffe, dass er nicht noch ein AOE hat. Das wäre dann der dritte, wenn man den Flamecaller mitzählt. Go, Deadly Poison! Na, dann spiele ich ihn jetzt so. Go, go! Wanted, dead or alive. Das ist vorbei. Oder? Oder hat er noch was? Drei Mana hat er noch. Das ist vorbei. Get your own! Bam! Ein SS7 Agent behalte ich in jedem Fall. Ich habe den Coin. Eigentlich habe ich's. Ah, genügend andere tun. One-Drops. Gegen einen Priester. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich will mir Coin aufheben für SS7. Perfect.
Ich glaube, dann spiele ich jetzt lieber Maiden. Kann der nächsten Zug Gadget sein, als der 7 spielen. Happy Feast of Winterwear. Ja, ist auf jeden Fall schick. Take this blade. Nee, das ist falsch. Dafür kriegst du aber immerhin 2 Punkte, Caponianus. Ich glaube, es ist die gleiche Musik, aber es ist ein anderer Zelda-Teil. Das ist nämlich, sag ich gleich. I've got a heat gun. Ja, wenn man das Spiel erkennt, von welchem Spiel der Song ist, dann bekommt man Kekse. Da hast du recht, Hexe. Das ist genau richtig. Du kriegst jetzt die restlichen 8. Okay, das habe ich ganz vergessen, was der nochmal macht. Cost 2 less if your opponent has at least 3 minions. Okay, cool. Na dann viel Erfolg. Sind aber wirklich sehr, sehr viele sehr schwierige Sachen dabei. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich nicht, weil die viele Sachen sehr alt sind, ob ich nicht ein paar neuere Sachen adde. Dafür gibt's ja das Donation Goal. Ich habe jetzt schon 250 dazu. Jetzt gibt's schon 250 neuere Lieder. Aber da sind so viele Songs in der Playlist, dass halt 250 wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Und wenn der 10er zusammenkommt, dann werde ich nochmal mehrere tausend Lieder hinzufügen. One Mana 7-7. Oh, Greater Healing Potion. 10, 13, 14. Well met. This guy's toast. Here we go. Reporting for duty. I have a big punch. Hey, lights out. Bitte keine Dragonfire Potion mehr. Haha, 12, 14, okay. Drink the power. Nee, als krank würde ich es noch nicht bezeichnen, aber naja, es passieren schon ein paar sehr verrückte Sachen. Aber gefällt mir. Ist nicht Guilty Gear, nee. Ja, soll ja auch nur eine Hintergrundmusik sein, ist ja nur so nebenbei. Deswegen mag ich die nicht so laut machen. Ich hätte es, glaube ich, ganz ehrlich auch nicht erkannt, wenn es nicht hier direkt die ganze Zeit stehen würde. Ist ein Gamecube-Spiel. Ja. Ich löse es gleich auf. Wie gesagt, viele Sachen sind auch wirklich schwierig, weil es ist teilweise auch wirklich einfach nur so Hintergrund
Musik aus irgendwelchen Menüs oder Rascheln der Blätter in irgendeinem Wald. You asked for it. Watch your back. Das war Smash Brothers für den GameCube. Ja, für dich muss ich wieder neue Ränge erfinden, Marinecraft. 4600 ist aktuell der höchste. Also der, den du gerade hast. Happy Feast of Wintervale. Happy Feast of Wintervale. Thank you. Ich habe Smash Bros. Immer mal so ein bisschen gespielt, aber den exakten Teil auch nie. Genau. Ach Gott, was mache ich denn mit dem? Reporting for duty. Ich glaube, das trade ich dann einfach weg, oder? Here we go. Ja, der Song jetzt zum Beispiel war von Final Fantasy X. Hätte ich auch nicht erkannt. Aber Final Fantasy X habe ich auch nie gespielt. Da ist auch immer vorbeigegangen. Ja, sind sehr viele obskure Lieder dabei. This document looks wobei, vor allem, wenn die 10 jetzt nicht so obskur ist. Ach Quatsch, ich hab. Stimmt. Little Friend. Spiel ich den jetzt oder spiel ich erstmal die beiden, spiel ich den nächsten Zug?
Here we go. Mana effizienter. Ja, andererseits ist das schneller. Looking for me, carried treasure. Here we go. Amazing. Ja, für den Mage da kein großes Problem. Gegen Druide hätte ich jetzt wahrscheinlich gewonnen. Das habe ich verloren, glaube ich. Oh, oder doch? Here we go. So entsteht häusliche Gewalt. Ja, aber wie gesagt, viele Sachen sind auch wirklich schwierig. Also das zum Beispiel würde ich im Leben nicht erkennen. Auch nie gespielt. Bitte krieg den nicht kaputt, den neuen Fünfer, es ist meiner. Also ich würde auf jeden Fall Polymorph mitnehmen. Also einen Polymorph haben sie ja schon oft gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt dann auch noch ein zweites einpackt. Wobei die meisten Decks sind ja mittlerweile Highlander-Decks. Von daher kannst du kein zweites mitnehmen. Fünf drei ist schon gar nicht schlecht. Valera versus Jaina. You asked for it. Watch your back. Ach, das ist aber nicht unbedingt das, was ich haben will. Coin SS7, warum nicht? Bitte sei kein Mirantity. Das ist Mirantity. Ey, Potion of Polymorph, okay. Happy Feast of Wintervale. Jetzt ganz ehrlich nicht, warum man das spielen soll. Das ist nicht eigentlich immer schlechter als Mirantity? Hired Gun. Einmal 4-3 Taunt. Womp womp.
Das gerade war übrigens Ridge Racer. Meiner 12 von 6, ja. Dance with me. Oh nein, Gadgets and Socialite ist jetzt auf einmal gut, oder was? Nein, keine Sorge, ist sie trotzdem nicht. Ja, die Kombo ist krass. Poison Mine hätte den großen Vorteil, dass ich den noch diesen Zug spielen kann. Ich glaube, das lohnt sich dann nämlich schon wieder, den zu spielen. Natürlich verpeilte Shredder irgendwie jetzt besser. Hey, Shiner. Draw a card. Na, den gib mal her. Ha, this guy's das ist ziemlich gut. Fire Dance Portal. I see gold in your future. Ziemlich gut. Einmal am Meer und es wäre voll gut dazu geworden. Nein! Ach, das war's doch. Ach, komm! Ach Gott. Ich nehme an, das war wieder die Cancer-Falle. Wenn ja, dann völlig zurecht.
Ja, das war's auf jeden Fall. Ach komm, na gut. 8-3. Will mich nicht beschweren. Goldene Weaponsmith und 175 Gold. Ja, das hat sich dann wohl gelohnt. Und mein erstes Pack. Na komm, es will nicht. Und was ist drin in meinem allerersten Gadget-Pack? Nix. Ja, es will, dass ich ein Jade Deck baue und Backstreet Leper auf jeden Fall mitnehme. Werde ich jetzt in jedes Deck einbauen. Sea Devil Stinger.